Wir haben hier sogar noch ein 2-Minuten-Making-of zum Film. Wollen wir uns das mal anschauen? Habt ihr da Bock drauf? Behind the Scenes zu Godzilla Kong, veröffentlicht vor 3 Tagen. Ist relativ frisch also auch noch. 2,5 Minuten. Ey, ist irgendwie auch so ein Ding geworden, ne? Ich bin ja ein Riesenfan von den Herr-der-Ringe-Boxen, von den großen Boxen. Da ist so viel Special-Material drin, wie die Filme gedreht wurden, wann und wo. Und das sind irgendwie so 19 Stunden Making-of-Material. Da habe ich dann letztens mal versucht, sowas von Marvel zu bekommen, von den Avengers oder so. Kannst du vergessen. Da sind so 2 Minuten drauf, wie Robert Downey Jr. einfach andauernd sagt, ja, die Filme sind ganz geil. Ich bin übrigens Iron Man und finde mich auch ziemlich geil in der Rolle. Und das war's dann. Also so Making-ofs, so richtig krasse Making-ofs, gibt's irgendwie auch nicht mehr. Jetzt haben wir hier wieder Making-of Godzilla Kong von 2 Minuten 30. Das strecken wir erstmal jetzt schon auf 1 Stunde. So. Meinst du diese goldene DVD-Box von Herr der Ringe? Genau. Die goldene Blu-ray-Box. Irgendwo habe ich sie auch hier stehen. Und vom Hobbit gibt's die auch nochmal. Und die will ich aber jetzt beide verkaufen, diese beiden Blu-ray-Boxes, und will mir dann diese Gesamtbox holen, aber in 4K. Ach ja, by the way, hast du schon Infos rausgehauen zu dem Gewinnspiel, das du letztens Nee, noch nicht, weil wir haben den Stream dazu auch noch nicht gemacht. Wir haben letztes Mal haben wir über Jurassic World gesprochen, da wollte ich noch kein Gewinnspiel machen, deswegen machen wir das jetzt am Sonntag zu dem Ghost Godzilla Stream auf YouTube. Aber ich kann ja schon mal ankündigen, dass es sein kann, dass wir diesen Stream von Sonntag auf Montag verschieben müssen, da Montag ja Feiertag ist und ich am Sonntag vielleicht erst relativ spät nach Hause komme. Das muss ich halt abwarten, je nachdem wie der Verkehr halt draußen ist, weil jetzt dann ja auch der Feiertag eben noch dazwischen ist und jetzt meint ihr alle in Urlaub fahren zu müssen, ihr egoistischen Individuen. Ja. Aber auf jeden Fall dann am Montag gibt es dann das Gewinnspiel. Doch, ich wollte auch wieder Jurassic World Livestream tatsächlich, ja. Ich habe mir jetzt aber so in die Birne reingesetzt, dass ich jetzt einfach jeden Tag ein YouTube-Video veröffentliche, dass jetzt alles andere dann irgendwie so nebenbei runtergefallen ist, was auch nicht hätte sein sollen. Eigentlich war ja gedacht gewesen, montags, mittwochs, freitags ein YouTube-Video, sonntags ein Livestream auf YouTube und dazwischen eben ab und zu mal so Streams hier auf Twitch. Und da werde ich auch wieder hinkommen. Ich werde jetzt die Woche noch ein paar Videos veröffentlichen und dann ab nächste Woche nur noch alle 2 Tage. Nicht mehr jeden Tag. Aber das ist wie so eine Sucht. Da kommst du dann irgendwie nicht drum herum. Gut. Auf geht's. Godzilla Kong The New Empire Exclusive Pyramid Battle Behind the Scenes Clip 2024. In thinking about all the different places on the planet and specifically ones that we've never seen in any of these movies, it's always fun to... Oh. Da reden wir auch mal drüber. In einem separaten Video am besten aber auf YouTube. Es gibt inzwischen sau viele Konzeptzeichnungen zum Film. Unter anderem haben sie eine Konzeptzeichnung gezeigt, dass der Endkampf von Godzilla Kong The New Empire sollte ursprünglich in Moskau stattfinden. Da war nicht Rio geplant. Zumindest in den Konzeptzeichnungen. Das sieht sehr interessant aus. Vielleicht kommen wir noch dazu jetzt hier im Making-of. Mal gucken. Na, komm. To find iconic imagery to... Ich will mir noch mal kurz die Bilder hier anschauen. Das hier oben sieht geil aus. Könnt ihr das sehen? Mit Shimo und den ganzen Affen? Ich liebe ja so Konzeptzeichnungen. Ich hätte, ey, das ist total geil. Früher gab es so ab und zu mal so Special-Versionen von Filmen, wo du einfach dann so ein Heft mit dabei hattest mit den ganzen Konzeptzeichnungen. Gibt's alles auch nicht mehr. Zahlst zwar für ein Steelbook ungefähr 8 Euro mehr, aber da ist einfach nichts anderes drin, außer dass das halt ein Steelbook ist. Geil. And iconic imagery to juxtapose the Titans against. We were looking for iconic places for Godzilla to roar. And it just seemed like there's nothing as iconic as the Rock of Gibraltar. We just had this great... Naja. Es ist nicht so ikonisch, sagt er. Also...
fallen uns drei ikonischere Orte ein, wo Godzilla hätte schreien können, als das? Weiß ich jetzt halt. Also gut, ich bin aber auch mehr, ich sag, ja, je nachdem, was du halt eine geile Location findest. Ich mag ja Schnee und Eis und so ein Kram ein bisschen mehr als jetzt sowas hier, aber naja, so ikonisch sieht das jetzt nicht aus. Als würde er gerade einen abseilen. Image that we started developing with Godzilla scrambling up to the top of the Rock of Gibraltar, giving his mighty roar. And then from there it morphed into, we've never seen Godzilla jump off of anything. Aber guck mal, genau so denken die halt. Wenn man sich manchmal denkt, warum sind Szenen so belanglos und sind so blöde eingearbeitet, genau wie auch in Jurassic World 2. Warum muss der T-Rex jetzt vor einem explodierenden Vulkan nochmal ikonisch in die Kamera reinbrüllen? Wegen so Denkweisen, wie er das gerade hat. Die denken einfach nur, lasst uns mal überlegen, was ein geiler Ort wäre, wo Godzilla einfach schreien könnte. Das ist der Grundgedanke. Und dann wird das irgendwie in diesen Film mit reingebaut. Ohne irgendeine Art von Kontext oder ob es überhaupt Sinn macht. Die bauen dann mehr die Story von dem Film nach den ikonischen Szenen, die sie machen. The water. In his new form, you're trying to find things for him to do that you've never seen, and we've never seen Godzilla take a big dive like that before, so the natural place for that is going to be the Rock of Gibraltar. I mean, this movie, I think... Haben wir eigentlich gesehen, was danach passiert? Also wenn wir uns mal ganz kurz überlegen, geiles Bild, Godzilla ist in Godzilla 2014 einfach nur aus dem Wasser aufgestanden. Der hat sich einfach hingestellt und dadurch ist, wo war es denn gewesen? War es Hawaii? Wo diese riesige Flutwelle, dieser Tsunami auf einmal über die Landmassen drüber geklatscht ist und einfach tausende von Leute dabei gestorben sind. Was meint ihr, was jetzt hier passiert? Der springt einfach, hier ist die Küste. Der springt ins Wasser diesmal. Er läuft nicht einfach nur, er springt ins Wasser. Gut, er wiegt ein bisschen weniger in der Evolved-Form. Aber was meint ihr, was jetzt passiert? Die sind alle tot an der Küste. Ich sag dir, Godzilla ist im Endeffekt die größte Gefahr, die es im Monsterverse eigentlich gibt. I mean, this movie, I think we shot in 7 or 8 different countries. It was important to us to... Aha. Okay. Da wurde mir aber echt versichert, dass die auf gar keinen Fall in Rio waren. Die haben... Das ist aber in Rio. Die haben doch in Rio gedreht. Gut, wahrscheinlich nur ein Teil. Die werden jetzt nicht alles in Rio gedreht haben, was auch in Rio war im Film. Die werden auch... was im Studio gedreht haben, aber da wurde mir Scheiße erzählt. Von einer dieser Quellen, die ich hatte, die so verhasst waren danach, weil ich das gesagt habe. Das ist ein Rio und die drehen. Also der hat auf jeden Fall, der macht hier kein Instagram-Story-Video. Und wenn doch, ist er ziemlich krass. Stell dir mal vor, du bist einfach TikToker und läufst mit so einer Kamera durch die Welt. Bisschen verstrahlt bist du dann wahrscheinlich, aber das ist ein Rio, ja. War ich auch schon mal in der Copacabana. Caipirinhas gab es da gute. Du hast to really go to a lot of these places and get real photography. Was war das hier gewesen? Ah, okay. Ist anscheinend aber auch wirklich in Rio. Sieht zumindest so aus, das ist kein Greenscreen. And get real photography there. Alessandro, the VFX supervisor, he also doubled a second unit and he went out to Gibraltar. And of course, The Rock was shot in Gibraltar. I went there and shot from the helicopter and from the ground. And then from there, he take us to Cairo. Sag mir jetzt nicht, die waren auch wirklich an den Pyramiden und haben das da gedreht.
At the beginning of the film, we established that Godzilla's on the surface. Muss leider wieder los. Habt ihr noch viel Spaß? Ich schaue den Stream nach. Alles klar. Dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Kong is below in Hollow Earth, and as long as they stay... Sag mir nicht, die waren echt im Inneren der Hohlerde. Spaß. In their own territories, there'll be no problem. But later in the film, Kong realizes he has to go up and bring Godzilla down to Hollow Earth. Godzilla won't come down here unless Kong brings him. Okay, the last time those two met up, it was almost the end of Kong. That, of course, leads to a huge fight between Kong and Godzilla amongst the pyramids in Egypt. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob die wirklich in Ägypten waren. There aren't very many ancient structures on Earth that are of the scale of Godzilla and Kong, so the pyramids seem like a no-brainer. And so naturally, when it came time to develop this movie, I was like, wouldn't it be great if Godzilla and Kong are just... Ja gut, da ist jetzt noch keine Kamera zu sehen. Ich wette, die waren auch da gewesen. Was schon ziemlich krass wäre, auf der einen Seite, auf der anderen Seite wäre es aber wieder mal traurig, dass wenn die wirklich an diesen Locations waren, dass dann in wieder so ein Filter über diesen Film geklatscht wurde, dass einfach alles unecht aussieht. Das hat damals mit der Hobbit angefangen, ich sag's euch. Da gibt's Aufnahmen im Making-of, da fliegen die über Neuseeland hinweg. Das sind super, super schöne Aufnahmen. Und im Film sieht das alles dann so glänzend aus, wie diese scheiß Instagram-TikTok-Filter, die du über irgendwas drüber legst. Das ist total schade, dann musst du auch nicht mehr hinfliegen, ganz ehrlich, da kannst du es auch am Computer machen, wenn es eh immer gleich aussieht dadurch. Sag mir nicht, die haben Kong und Godzilla geholt, Spaß. Jetzt lachst du noch, warte mal ab. Kong hat eine Kamera in der Hand, oder? Guck doch mal, die sind wirklich da. Completely destroying thousands of. Ha, das Bild habe ich sogar genommen für meinen Post. Das sieht ziemlich cool aus. Da merkt ihr aber auch mal, dass ursprünglich der Plan gewesen ist, dass die beiden schon in der normalen Form gegeneinander kämpfen. Also hier ist noch kein Godzilla evolved. Hier ist noch Godzilla non-wolved. Dorf hier sieht aus, als hätte man, was? Als hätten die den auf dem Aldi-Parkplatz gedreht. Dorf hier ist auch mit einer der hässlichsten Filme, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Der Film ist schon krass scheiße. Die Story ist kacke und der Film sieht kacke aus. Years of antiquity, very casually. Guck, hier war der Kameramann, der ist gerade weggerannt. Oh. Ich habe gerade irgendeinen von euch aus der Ding gebannt, glaube ich. Wartet mal. Ich bin einfach nur mit zwei Fingern gerade auf die Tastatur gekommen und habe jetzt irgendwas gemacht. Ich schau mal gleich rein. Wenn ich jemanden gebannt habe aus Versehen, tut es mir echt leid. Eigentlich wollte ich nur einen Witz machen. During the course of their fight. Nee, wo war denn das eine Konzept? When I developed this movie, I was like, if Godzilla and Kong are just completely destroying thousands of years of. Das hier, er sieht so aus, wäre einfach nicht, als wäre er nicht irgendwie Teil der Statisten. Da wollte ich einfach nur den Witz bringen, das ist der Kameramann. So, und er hier, könnt ihr den da sehen? Er denkt sich einfach, ich spring halt. Das wird das Beste sein. Ich springe. Warum sind Konzeptzeichnungen eigentlich fast immer cooler als die eigentlichen Szenen im Film?